Geschäftsführer der D9T GmbH. Er wird uns einen Vortrag halten, wie User Interfaces sehr effektiv umgesetzt werden können, dass sie schnelle Antwortzeiten liefern, dass sie leicht und effektiv bedient werden können. Danke, Veit. Guten Morgen. Vielen Dank, dass ihr alle da seid, trotz der Party gestern. Ich hoffe, der Schlaf hat gereicht heute Nacht. Jetzt sind alle wach. Ich denke, ja. Bin ich zu leise? Ich möchte heute über ein Projekt, eins von dreien, erzählen, wo ich im letzten Jahr die Gelegenheit hatte, mit JavaScript komplette User Interfaces umzusetzen. Ich komme eigentlich aus der Ecke Python, ganz früher ein bisschen PHP, aber inzwischen, also seit vielen Jahren, nur noch Python und viel mit Plone, und hatte jetzt eben, wie gesagt, seit einem Jahr die Chance, mich in JavaScript einzuarbeiten, und darüber möchte ich heute ein bisschen was erzählen, über die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe und die vielleicht auch einen oder anderen Tipp abgeben zu können. User Interfaces in JavaScript. In dem Talk möchte ich nur kurz auf die Motivation eingehen, warum wir eigentlich in Richtung JavaScript gegangen sind. Ich möchte über die Tauglichkeit von JavaScript sprechen für User Interfaces. Und im dritten Punkt Features möchte ich nur kurz zeigen, was sich von selber daraus ergibt, wenn man ein User Interface in JavaScript programmiert. Das resultiert in ein paar Features, die nicht so selbstverständlich sind. Die Motivation für dieses Projekt war, wir hatten einen Webshop, der war erstellt in PHP und MySQL, ist ein bisschen organisch gewachsen. Der war sehr verwoben ineinander, zum Beispiel waren sehr viele Ausnahmen in den Views programmiert, in Templates war dann eine Condition nach der Partner-ID oder nach ähnlichen Dingen drin, also was völlig Unwartbares. Das hat dann auch darin resultiert, dass die Entwickler sich gegenseitig blockiert haben, also es war ein Code-Moloch, in dem eigentlich nur einer arbeiten konnte. Aus dem Grund war es eben auch recht schleppend, was da drin gearbeitet wurde. Der Shop war wie eine klassische PHP-Anwendung, ein bisschen schwierig zu integrieren. Der sollte nämlich in Partnerseiten, also fremden Websites, in einem iFrame oder auf irgendeine andere Art integriert werden, sodass dort bestellt werden konnte. Es gab eine XML-RPC-Schnittstelle, die haben viele Partner dann auch implementiert und sich selber ein kleines Framework gebaut, das dann kommuniziert mit dem Shop. Die haben das so macht, wie man es halt in den PHP-Dokus findet. Die haben alle auch PHP gehabt. Und da drin ist nichts über Timeouts enthalten und Ähnliches. Das heißt, wenn die unsere XML-RPC benutzt haben und die war down, hat das bedeutet, dass deren Webserver einfach eine Minute lang wartet auf die Antwort von der XML-RPC. Und wer ein Apache kennt, weiß, dass der Apache eine limitierte Anzahl von Prozessen hat. Die füllen sich und dann ist die Partnerseite down, wenn wir down sind. Das ist ein bisschen ein blöder Kaskadiereffekt. Ebenso war der schlecht zu skalieren. Es war einfach der Apache, der ja wie gesagt auch die limitierten Prozesse nur hat. Der Kunde kam eines Tages und hat gefragt, ob er eine TV-Kampagne fahren kann, ob die Last von dem Server bewältigt werden kann. Wir hatten dann was in der Größenordnung von 300, 400 Bestellungen pro Minute oder so kalkuliert gehabt. Der Lasttest hat ziemlich schnell gezeigt, dass wir weit davon entfernt sind. Und dadurch, dass der Shop so statisch war, war der nicht einfach jetzt skalierbar. Mit dem zweiten MySQL dahinter für die Lesezugriffe hat es ein bisschen was geholfen, aber weit sind wir damit nicht gekommen. Und der Shop, genauso wie die meisten, die man heute auch noch im Internet findet, hat auf Click-and-Wait-Basis funktioniert. Wenn man irgendwas anklickt, sagt der Browser, bitte warten, die Seite wird geladen, und dann wartet man eine Sekunde oder zwei, und dann kommt die nächste Seite. Also nix. Heute kennt man das ja von einigen User Interfaces wie von den modernen Telefonen, dass die in dem Moment, wo man draufklickt, reagieren. Dazu kam, Amazon sagt, 100 Millisekunden längere Wartezeit verursachten 1% weniger Verkäufe.
Das ist eine ganz schöne Summe, wenn man in Amazon-Dimensionen denkt, aber das ist für uns eigentlich auch eine Summe. 1% Effizienzsteigerung im Verkauf für 100 Millisekunden schnellere Ladezeit ist ein rentabler Einkauf. Google hat gesagt, 500 Millisekunden längere Ladezeit verursachten 20% weniger Suchanfragen. Diese Aussage muss man mit ein bisschen Vorsicht genießen. Die haben nämlich im gleichen Zuge die Suchergebnisseite auf 30 Ergebnisse verlängert. Deshalb nicht so optimal. Yahoo aber hat gesagt, 400 Millisekunden längere Ladezeit verursachten, dass die Zahl der Besucher, die auf Zurückklicken, schon bevor die Seite geladen ist, um 5-9% zunahm. Damit kann ich was anfangen. In dem Zusammenhang finde ich es auch interessant, dass Yahoo das misst. Und dann hat der Jeff Bezos, man nimmt es mir nicht übel, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Chef von Amazon, gesagt, ermuntere zu Experimenten, so stark wie möglich. Er meint damit zum Beispiel A-B-Tests. Das macht Amazon auch. Man nimmt den Shop, optimiert eine Kleinigkeit, von der man nicht zwingend wissen muss, ob die was hilft oder nicht, und gibt jetzt 10% der Besucher diese optimierte Version oder 5% oder irgend sowas. Und dann vergleicht man die Verkäufe der beiden. So kann man einen Job immer schrittweise verbessern, iterativ. Und die Experimente sind deshalb nötig, weil in so einem Shop das Userverhalten überhaupt nicht vorhersagbar ist. Also es gibt, wir haben es ausprobiert in diesem Shop, in dem neuen jetzt. Wir haben den hässlicher gemacht und haben dadurch 5% mehr Verkäufe gekriegt. Wir haben einfach die Buttons wüst gemacht und das hat geholfen. Also es ist nicht einfach. Und deshalb in so einem statischen PHP-Shop, wie wir den hatten, war es eben nicht möglich, solche A-B-Tests zu machen, weil das war eine Seite. Und da wollte man eben hin, dass das einfach möglich wird und auch nicht zu teuer wird. Wir wollten also mehr parallele Entwicklung, mehrere Programmierer an Job, wir wollten kürzere Iterationen, schnellere Release-Zyklen, wir wollten den Shop skalierbar haben. Und skalierbar heißt, wir wollten schon in die Richtung von 500-600 Bestellungen pro Sekunde kommen, die da stemmen kann. Im Live-Betrieb sind wir da nicht, aber in der Richtung sind wir, also von der Last funktioniert das. Wir wollten Fehlertoleranz, dass die Partnerseiten kein Problem mehr haben, wenn wir mal offline sind. Es gibt Maintenance-Zeiten auch bei uns. Wir müssen mal eine Datenbank ändern, dann ist die halt eine Stunde weg oder eine halbe. Währenddessen gehen keine Bestellungen ein und da muss es eben einen schönen Rückfall geben. Und wir wollten eben diese Experimente fördern. Das war die Motivation. Zum nächsten Teil. JavaScript für User Interfaces. Warum JavaScript? Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man Seiten ausliefert, eben zum Beispiel die statische Methode, die kann man auch sehr weit optimieren von der Geschwindigkeit. Da haben wir uns gedacht, wir gucken es mal an, warum nicht. JavaScript ist in jedem Browser verfügbar. Vor 10 Jahren hat man noch gesagt, Vorsicht, man muss Fallbacks programmieren für die Leute, die kein JavaScript anhaben, die gibt es nicht mehr. Also ich sehe sie in der Statistik nicht mehr. Das Web funktioniert nicht mehr ohne. JavaScript hat einen Event Loop. Wer weiß, was ein Event Loop ist oder was Thread-Programmierung bedeutet? Die Hälfte etwa. Das sind fundamentale Konzepte. In der Thread-Programmierung, das ist das, was so gemeinhin als Multitasking auch verstanden wird, habe ich das Problem, dass ich teilweise Zugriffe auf die gleiche Variable im Code von zwei unterschiedlichen Prozessen oder Threads habe. Dafür bedient sich dann diese Thread-Programmierung diverser Techniken wie Semaphoren oder Mutexen und ähnlichen hässlichen Dingen, die dann es schaffen können, dass ein bestimmter Code in einem bestimmten Bereich Exklusivrechte kriegt. Das Problem zum Beispiel ist, wenn ich eine Variable habe, die einfach nur zählt, was weiß ich, Klicks zählt oder irgendwas zählt, dann kann es sein, also ein Zählalgorithmus funktioniert so, ich hole die Variable her, den Wert gucke ich mir an, erhöhen um 1 und schreibe sie wieder zurück. Jetzt kann ein zweiter Prozess gleichzeitig kommen, wir holen die beide her, beide erhöhen um 1 und beide schreiben sie zurück. Das heißt, die wird insgesamt nur um 1 erhöht statt um 2. Und da braucht man für die Thread-Programmierung eben bestimmte Tools und die braucht man in JavaScript nicht, weil JavaScript auf dem Event-Loop basiert, da wird immer nur ein Stück Code ausgeführt und genau nur das. Und wenn er damit fertig ist, kümmert er sich ums Nächste. Das macht es etwas einfacher, da drin zu entwickeln wie mit Threads. JavaScript ist außerdem extrem schnell. Wir haben das ausprobiert, einige Tests gemacht, auch auf dem Handy übrigens, aber das ist ein anderes Thema. Wie schnell das ist, sieht man hier. Das ist eine komplette Virtual Machine, geschrieben in purem JavaScript, die gerade Linux bootet.
Feed mal ein bisschen schlecht hier, gell? Also hier bootet gerade ein Linux-Kernel. Der lädt jetzt gerade das Filesystem. Welcome to Linux steht da. Ist ein bisschen klein geworden. Also hier, ne? Ich muss da auch reintippen. Top. Sieht man die Prozesslisten. Ne? CPU-Info heißt das. Das hier ist also eine wirkliche Virtual Machine in JavaScript geschrieben. Ich denke, da brauchen wir nicht mehr groß über die Geschwindigkeit sprechen. Jetzt müssen wir weitergehen. Wir haben dann mal geprüft, ob man überhaupt eine vollständige Applikation in JavaScript schreiben kann. Wenn man so die JavaScript-Codes anguckt, die man so im Internet findet, dann steht da eine Latte von document.write und dann irgendein Stück Markup dahinter, wo die Anführungszeichen mit Backslashen gequotet werden und dazwischen werden Variablen eingeführt, dass es einem grau wird. Was wir wollten, war schon so ein bisschen der Komfort, den man auch von Plone kennt. Templates, Views, ein bisschen Abstraktion. Wir wollten Datenmodelle haben, die unter Umständen ein kleines bisschen Logik haben. Als Beispiel ein Geburtstagsfeld soll bitte den Tag extrahieren können. Wir wollten die Applikationslogik in Libraries packen, so wie man das von Plone oder von Python kennt, also praktisch Module. Wir wollten wissen, wie der Rollout funktioniert, möglichst automatisiert in JavaScript. In Plone weiß es jeder, dann lässt man Buildout laufen, dann läuft die Applikation auf dem Server in JavaScript. Hat uns die Erfahrung gefehlt. Und wir wollten die Benutzer und die Benutzerströme messen und auch das Applikationsverhalten. Dazu muss man wissen, wenn ich eine Plone-Applikation habe, dann habe ich jeden Fehler schön in meinem Error-Log. Wenn ich eine JavaScript-Applikation habe und die erzeugt einen Fehler im Browser, dann kriege ich das nicht zwingend mit. Wir wollten also, dass wir genau das auch mitkriegen können, also so eine Art Log auf dem Server, obwohl es im Client passiert, also im Browser. Da möchte ich kurz was dazu erzählen, zu den Views. Wie funktionieren Templates, wie sieht Error Handling aus und Separation of Concerns, also die Trennung der Zuständigkeiten der Entwickler. Der eine macht CSS, der andere HTML und so weiter. Das zeige ich kurz eben für die parallele Entwicklung. jQuery Templates, tolles Produkt. Es gibt nicht sehr viele Template-Sprachen in JavaScript. jQuery Templates ist eine davon. Die kann ich empfehlen. Die ist bereits, soweit ich weiß, als deprecated markiert bei jQuery.com, weil sich keiner mehr drum kümmert. Funktioniert aber trotzdem. Man sieht hier so ein Template. Was ich ganz interessant finde, ich kann die Templates als Script-Tags in mein HTML schreiben und dadurch profitiere ich auch vom Syntax-Highlighting von meinem Editor. Der erkennt in diesem Script-Tag das HTML, also das hier ist jetzt nicht mein Editor, aber der macht nichts anderes. Und ich habe da drin XML-Vervollständigung, alles, was man so im Editor braucht. Das heißt, in meiner HTML-Datei mache ich solche Snippets rein. Man sieht oben das Script-Type-Text xJQuery-Template. Dadurch findet unsere Template-Engine, also die Template-Engine von jQuery eigentlich und unser kleines Add-on, diese Templates und rendert die schon mal im Voraus. Man sieht da drin auch ein HTML, was auch immer. Also ich kann praktisch Code ausführen, kleine Funktionen aufrufen, so wie man es von Tal kennt, wenn man Python davor schreibt oder Ähnliches. Hier sieht man jetzt auch, da steht jetzt HTML davor. Normalerweise kann man dann, steht dann Gleichheitszeichen, dann quotet er das Ganze, dann kümmert er sich also darum, dass kleiner Zeichen nach und LT konvertiert werden. Das ist ganz interessant. Das ist auch bei dieser Template-Sprache das einzige Mal, dass ich gesehen habe, dass per Default gequotet wird. Das mag ich an Tal sogar in Plone. Da muss man sich nicht um Cross-Site-Scripting oder ähnliche Dinge großartig kümmern, weil der eh quotet. Außer man will es explizit anders. Hier will ich es explizit anders, weil da kommt ein Stück HTML zurück, aber man muss es dann auch hinschreiben. Und die ist relativ schnell. Also ein paar 100 bis 1000 Templates pro Sekunde kann man da locker durchjagen. Kleiner Tipp noch, die Template-Sprache kann die Variablen auch so ausgeben, mit Dollar geschweifter Klammer, das kollidiert mit Chameleon. Wer in Pyramid das Ganze mal ausprobieren will, der nimmt einfach die andere Syntax mit zwei geschweiften Klammern. Unser Error-Handling haben wir evaluiert und sind auf diese Lösung hier gekommen. Wer JavaScript nicht kennt, so schlimm ist es gar nicht, hat sich herausgestellt. Das kann Exceptions unten, die kann man sogar unterscheiden nach der Art der Exception. Der Code wird ein kleines bisschen wüster, aber es geht auch. Was wir hier tun ist, an der Stelle, wo der Fehler passiert, also in diesem Try-Block,
sind wir irgendwo, wo wir mit dem User-Interface nichts Zwingendes zu tun haben. In einem Ajax-Call oder an irgendeiner Stelle, wo ich jetzt nicht unbedingt User-Interface-Elemente reinhaben will. Das heißt, wir haben ein kleines Subscriber-Pattern programmiert mit einem Fire, mit einer Fire-Methode und einer On-Methode. Die Fire-Methode feuert ein Event, das heißt hier ABC-Error. Die On-Methode subscribed auf dieses Event und immer dann, wenn ich das Event feuere, greift diese On-Methode. So kann ich ein Modul schreiben, eine Library schreiben, die sich nur um diese Fehlermeldung kümmert und die eben in Interaktion mit dem User-Interface zum Beispiel ausgibt, in dem Fall eine Notification-Client anzeigt dem User. Und ich habe diesen Error-Handling-Code komplett raus, oder vielmehr die Interaktion mit dem User-Interface komplett raus aus der Stelle, wo ich sie nicht haben will. Wenn nachher noch Zeit ist, zeige ich, wie das implementiert ist. Also da reden wir über 2x5 Zeilen Code, diese Subscriber-Geschichte. Separation of Concerns. Erben wir. Das funktioniert super. Also wir haben die HTML-Templates, die ich gerade gezeigt hatte. Das CSS ist ein eigenes File bei uns. Wir haben eine große Index-Datei, da sind die ganzen Templates drin und wir haben eben nebendran eine CSS-Datei, kann also jeder individuell dran programmieren, jeder Entwickler. Wir haben JavaScript Models. Sieht man die gleich noch? Ich muss gucken, ob die Slide drin ist. Das kann ich sonst nachher auch noch zeigen, wie das aussieht. Und wir haben eine Application Logic. Wie die aussehen kann, habe ich schon gezeigt. Das ist eine ganz normale Library oder mehrere Libraries. Und durch diese Separation of Concerns kriegen wir es hin, dass mehrere Entwickler gleichzeitig daran arbeiten können. Ich kann einen stylen lassen und den anderen die Applikationslogik erweitern lassen. Das freut einen Kunden, der hat recht kurze Iterationsanforderungen. Also die Views sind definitiv möglich in dieser Applikation. Da ist sie ja. Modelle sehen so aus. Also man muss sich bei JavaScript, wenn man von Python kommt, schon ein bisschen an die Denkweise von JavaScript gewöhnen. Was das hier ist, ist nichts anderes wie eine Konstruktorfunktion, die ein Objekt zurückgibt. Das sind die Sachen in geschweiften Klammern, das sind Objekte in JavaScript. Und mit der konstruiere ich mir diese Objekte zusammen. Und hier sieht man auch diese Birthday-Parts-Funktion unten dran, die macht nichts anderes, wie den Geburtstag zu splitten. Also so kleine Logik, die ins Modell gehört, kann man also auch ganz gut abbilden. Ich kann dieses Objekt nehmen und direkt per jQuery zum Server rüberschmeißen. Das ist komfortabel, das ist eine Zeile Code. Datenmodelle funktionieren also. Gucken wir uns die Applikationslogik an. Das sieht so aus. Ich habe das var lib gleich new function. Das ist ein Singleton-Pattern fast, also sowas in der Art. Ich definiere mir also eine Variable lib, die wird so angesprochen, wie man es in der letzten Zeile unten sieht. Statisch, ich muss sie nicht mehr instanzieren. Das ist einfach nur ein Stück Library-Code unter einem Namespace. Ja, also ich komme von Python, darum mag ich das auch ganz gern so. Und mit der Syntax geht es, da sieht man auch, wie wir die Sachen dokumentieren. Das macht man in JavaScript über der Funktion. Gut, diese addMethod und addParam sind Best Practice, soweit ich das mitgekriegt habe. Es soll Tools geben, die daraus eine API-Dokumentation erstellen. Die sind mir aber nicht bekannt. Alles, was ich gefunden habe, ist seit mindestens 2 Jahren nicht mehr gepflegt. Wer da was kennt, kann mir das gern sagen, was funktioniert. Also Applikationslogik geht, Rollout-Szenario. Jetzt haben wir unseren schönen Code mit den vielen Kommentaren drin und Dokumentation und allem drum und dran. Es wäre ja jetzt auch blöd, wenn man den so rausgibt. Erstens wegen der Dateigröße, das bläht das Ganze unnötig auf, auch Leerzeilen blähen das auf. Und die Kommentare muss jetzt die Konkurrenz nicht auch zwingend wissen, dass die dann sofort unseren Shop kopieren können. Also das würde ich dann gern rausnehmen. Dazu kommt, wir wollen gern ein File nur ausliefern und nicht eine Index-Datei oder eine HTML-Datei, die noch JavaScript nachlädt und CSS nachlädt. Das sind alles Wartezeiten, diese Nachladegeschichten. Ich muss ja immer, wenn die Datei geladen ist, dann wird die geparst vom Browser, dann holt er langsam die Sachen hinterher. Der kann nur 4 Requests gleichzeitig. Ich glaube, das ist immer noch so. Wenn ich also 8 Files habe, dann muss er in 2 Anläufen die Files nachladen und das dauert alles lang. Das heißt eigentlich, ich will ein einziges großes File haben, das der einmal runterlädt, weil das viel schneller geht. Was wir hier machen ist, wir schmeißen ein Programm namens UI-Kompressor drüber. Das ist ein Yahoo User Interface Kompressor. Der kann HTML und CSS komprimieren. Nee, der kann CSS und JavaScript komprimieren.
Und dann haben wir noch einen HTML-Kompressor, der die Kommentare und die Return-Zeichen und Ähnliches aus dem HTML auch noch rausschmeißt. Und dadurch kommt so ein Kauderwelsch zustande. Aber wir haben dafür wirklich ein schönes, kleines, kompaktes File. Und es reicht ja, wenn der Browser das lesen kann. Dafür haben wir einen automatischen Rollout gebastelt. Das sind 15 Zeilen Python-Code. Weil wir wollen ja nicht so entwickeln. Wir wollen ja nicht ganz jQuery in unserer Index-HTML drin haben beim Entwickeln. Das sieht ein bisschen hässlich aus und man muss immer drüber scrollen. Das heißt, wir haben ein kleines Programmchen gemacht, das die Index beim Build-Prozess anguckt, ein Script-Tag findet, die Source da drin analysiert und guckt, gibt es das File bei mir auf dem Filesystem? Und wenn ja, dann lädt es und steckt es da rein. Das ist sogar ein Stückchen schlauer. Das guckt, ob der File-Name irgendwo .min innen drin hat und wenn nicht, dann komprimiert es das vorher auch noch. Und das Ganze ist so ein automatisierter Prozess. Hier sieht man es dann auch, Embedding jQuery.min, da wird also nichts mehr komprimiert, das wird direkt dahin gesetzt, wo vorher das Script-Tag mit dem Source war. Embedding and Compressing, da gibt es dann jQuery-Template, das glaube ich über diese Pre-Version, wie gesagt, nie rauskommen ist. Das wird also durch diesen UI-Kompressor gejagt und dann eingebaut und so geht's weiter. Und am Ende wird das ganze HTML noch komprimiert und dann wird das in diesem Fall jetzt für das Release-Script auch direkt hochgeladen auf den Server. Also ein Rollout kriegen wir auch sauber hin. Messbarkeit, wir wollen Fehler messen, Besucherströme messen und Conversion Rates messen. Wie viele Leute sehen den Shop und wie viele bestellen dann auch was, wenn es geht live. Ja, sind wir schon. Wir machen es mit PIVIC. PIVIC ist ein Analyse-Tool, das wurde auf der Konferenz auch schon einmal erwähnt. Das funktioniert eigentlich so ähnlich wie Google Analytics. Ich habe eine schöne JavaScript-API, die kontaktiert mir den Server, sagt, ich messe jetzt hier mit diesem Schlüsselwert und das PIVIC wertet anschließend grafisch und über diverse Algorithmen aus, wie sich dieser Benutzer durch die Seite bewegt hat. Wir machen genau die gleichen Abrufe, die wir machen, wenn sich der durch die Seite bewegt, auch im Fehlerfall. Wir haben also eine Live-Auswertung, welche Fehler wie oft passieren im PIVIC. Also Messbarkeit haben wir auch. Ich finde, das funktioniert alles recht gut. Es hat sich wirklich herausgestellt, dass man damit sehr gut arbeiten kann. Ich finde JavaScript nicht mehr so schlimm, wie ich es eigentlich vor einem Jahr noch gesehen habe. Man kann Applikationen damit programmieren. Wir haben alle Werkzeuge dafür, auch dass es schön geht. Und wir können ein Rollout machen. Wir haben eine vernünftige Messbarkeit. Und ich finde, das funktioniert fast noch besser wie in klassischen Applikationen, weil ich sagen kann, wie ich messen möchte. Genau. Das war die Tauglichkeit von JavaScript. Jetzt ergeben sich daraus noch ein paar Features, die man vielleicht im ersten Blick nicht sieht. So sieht die Integration aus in die Partnershops. Wir haben eine init.js-Datei für jeden Partnershop. Die macht fast nichts anderes als ein iframe generieren, in dem dann unsere Applikation nachgeladen wird. Das Schicke daran ist, wenn die init.js nicht erreichbar ist, also wenn der Server down ist oder wir die Applikation runterfahren, dann liefert die in 404. Wird nicht geladen, es wird kein iframe erzeugt, es gibt noch nicht mal einen Fehler auf der Partnerseite. Sehr schick, also wir können sauber fehlertolerant degradieren hier. Das habe ich gerade gesagt. Es ist skalierbar, wir können in der Library, die unsere Ajax-Calls macht, balancieren. Wir haben ganz oben irgendwo eine URL drin, an die er sich wenden soll, wo die API liegt. Das ist eine JSON-API, man schickt irgendwas hin und kriegt JSON zurück. Dem könnten wir natürlich auch zwei URLs geben von verschiedenen Servern und sagen, fehlertolerant, probier's beim einen oder wenn der nicht geht, beim anderen. Und genauso könnte man natürlich per Zufall der eine oder andere nehmen und so brauchen wir uns nicht im Server drum kümmern, wer da Load Balanced, sondern das kann bereits die Applikation im Browser machen. Wir haben den State nicht in der Session, sondern in der Applikation. Wer auf Amazon shoppen war mal, weiß, dass wenn er einen zweiten Browser aufmacht mit dem gleichen Benutzer-Account oder auch nicht, wenn er den aufmacht, sieht er den gleichen Warenkorb in beiden Browsern. Ich weiß nicht, ob Amazon das so will oder ob das eine technische Gegebenheit ist. Jedenfalls, wir haben hier den State in der Applikation. Wenn ich also die gleiche Applikation im anderen Browserfenster aufmache oder in einem anderen Tab, dann habe ich zwei verschiedene Applikationen, die unterschiedlich funktionieren oder die unterschiedliche Daten halten. Also ich habe keine Session, die zentral auf dem Server liegt. Wir kriegen es beinahe hin, auch dass die Applikation mit einem File geladen wird. Man sieht oben die Index-HTM. Sieht man das von der Größe halbwegs? Ja.
Wir laden anschließend noch die PIVIC.js nach. Die will ich nicht einbetten, weil PIVIC aktualisiert die sehr, sehr oft. Wir haben dann noch einen Zählpixel, das will der Kunde unbedingt. Und anschließend, der vierte Request ist das PIVIC-Zählpixel, also dieser Ajax-Call, den PIVIC dann macht gegen den Server. Und dann nur zwei Grafiken. Und mit dieser Konstellation, sodass wir wirklich alles in dieser Index-HTML haben, was geht, sind wir ähnlich schnell wie Google. Das war eins der Ziele. Wir können dank JSONP auch lokal programmieren. Man muss wissen, wer einen Ajax-Call macht im Browser, der darf den nur zu dem Server machen, von dem die Applikation geladen wurde. Das ist eine Sicherheitseinschränkung in den Browsern. JSONP umgeht das Ganze, indem es das Ganze kapselt in einen Funktionsaufruf. JSONP, also aufrufen darf ich, kann ich die Sachen auf einem anderen Server, der muss es nur auf eine bestimmte Art zurückliefern, sodass meine Applikation es mitkriegt. Wie das genau funktioniert, kann ich gerne im Anschluss noch im Gespräch erklären und mal zeigen. Aber dann können wir es lokal auf der Maschine hier entwickeln, mit dem Code hier in der Hand und nicht auf dem Server. Wir haben also eine fehlertolerante Applikation hingekriegt, die integrierbar ist, sehr, sehr einfach, degradiert im Fehlerfall, die skaliert und die trotz alledem noch optimierbar ist. Der Code ist sehr sauber, sehr klar. Ja, das war User Interfaces in JavaScript. Gibt es bis hierhin schon Fragen? Keine Fragen? Alle wunschlos glücklich? Dieses jQuery-Template, was du da gezeigt hast, das ist, dass das Template in dem Script-Tag drin ist. Zwei Fragen dazu. Ist es valides XHTML? Wie bitte? Ist es valides HTML? Ja. Dieses HTML innerhalb vom Script-Tag? Und was macht der Browser da draus, wenn ich mir das im Browser angucke? Der Browser rendert Script-Tags nicht. Okay, das heißt, das Template erscheint dann auch nicht im Browser. Nee, also man muss es auch nicht explizit ausblenden. Beim Renderprozess wird es übersprungen, die Script-Tags. Okay. Die sind aber im DOM bekannt und so kann man sie auch finden. Ja, ich kenne dieses JSON-Template. Mhm. Da gibt es sowas nicht, da muss man sich selber drum kümmern, die Templates eben zu erstellen. Und da ist halt ein Best Practice, schreib's halt einfach dahin ins HTML, wo das später reingerendert wird, blend's aus per CSS. Und dann kann man es mit jQuery da rausholen und so ein Template draus machen und später dort verwenden. Das hat halt den Vorteil beim Entwickeln oder beim Styling, dass du halt das Template gleich da siehst, wo es auch später erscheint. Ah, das weiß ich oft gar nicht, wo das erscheinen wird, das Template. Deshalb, ich definiere die auch in dem großen HTML ganz oben alle zusammen. Und ich persönlich entwickle mit dem Vim und der kann Folding. Der klappt mir also das Komplette zusammen, sodass es mir dann immer im Weg umgeht. Und funktioniert prächtig. Da oben war noch eine Frage. Weil du das explizit erwähnt hattest, am Anfang mit Yahoo, die dir sozusagen die Benutzung des Backbuttons messen, benutzt ihr irgendwie die History API oder sowas, um sozusagen Klick auf den Backbutton abzuwickeln? Leider nicht. Okay. Die History API wurde mir bekannt ungefähr 2 oder 3 Monate, nachdem wir mit der Entwicklung angefangen hatten. Und es ist schon so, also der Shop, was wir da gebaut haben, der hat verschiedene Steps, wo man eigentlich auch zurückklicken könnte. Nur das dann in diesen Code noch reinzukriegen, nachträglich, war fast nicht mehr möglich. Wir arbeiten inzwischen schon teilweise mit Hashtags, dass man zumindest bestimmte Zustände in dem Shop direkt hervorrufen kann. Und mit denen geht prinzipiell auch back. Nur, also History API wäre natürlich noch sexier, aber das mit denen geht es auch schon. Leider nicht. Ist ein großer Posten auf der To-Do-Liste. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich bei Daniel.